Rabbi Schneur Zalman of Liadi taught that the cry of a child must never be ignored. Today, 200 years since his passing, his words ring truer than ever. A recording of an audience with supporters of Lubavitcher Yeshiva. In the Histalkos, in 2012, the Alter Rebbe, was there the Grinde von der ganze Schiete von Chabad und von Lubavitch. Und dem Rebbe von dem Schwer, was there is übergepflanzt, eingepflanzt und übergepflanzt, die Lubavitcher Yeshiva in Amerika, und wir gehört viele Erzählungen, die sind in seinem alten Rebbe. Und die viele Erzählungen, wie was ist bei einem, was ich rechne, der ist zugepasst zu der Gelegenheit. Und das ist eine Erzählung, was ist echt charakteristisch und das gibt einen Einblick in der Schiete von Lubavitch und in der Schiete von Chabad. Er hat erzählt, dass er gewöhnt, wenn dem alten Rebbe gelebt, gewöhnt zusammen mit seinem Sohn, was er dann noch gewöhnt, der normale Mekene, der mittlere Rebbe. Und der Sohn seiner hat schon gehabt, damals die Kinder. Und was für die Kinder gewesen, ich hätte sehen, was einer gewesen, aber Gott gelebt. Und der alte Rebbe hat gelebt auf dem zweiten Flur, wie so heißt, auf dem zweiten Flur. Und der mittlere Rebbe ist gesessen und gelebt auf dem ganzen Flur, auf dem niedrigen Flur. Und er ist trotzdem in der Zimmer dabei, wie geschlossen ein Kind von der mittleren Rebbe. Der Kind ist schlafen, wie sie zuerst einmal bei kleinen Kindern, der war rausgefallen von der Wiege, wenn er dann gegen wen. Der Malten Rebbe Sohn, der Mittler Rebbe, gewann er sehr vertrogen, er sehr vertieft in dem Lernen, als er ist gar nicht gehört. Und auf der Seite fortgeht er den Lernen. Der alte Rebbe ist gesessen auf dem ewigsten Flur und von deswegen, und er hat gelernt, hat aber von deswegen gehört, als ein Kind weint in dem Zimmer, was unter seinem Zimmer unten. Er ist herangegangen unten, so macht sie gewöhnt von Lernen, herangegangen unten, hereingelegt, trieb dem Kind in der Wiege, was den Versieg. Und als er noch erklärt, dem Sohn seinem, dem mittleren Rebbe, als wie tief, mit sollen nicht sein, vertieft, im eigenen Lernen oder im Daumen oder in so gute Sachen, wie die Schaß ein jüdisch Kind weint, darf man der Herrn und er darf mächtig sein, dem Darmen oder dem Lernen und sehen, als ein jüdisch Kind rufen weint. Und das ist gewesen die Erzählung, was dort passiert ist. Der Kuhn oder der Rebbe, der muss sich auch gewöhnen, als ein jüdisch Kind weint, ist wie hoch man soll alleine sein und wie was man soll alleine sein vernommen. Wie bald als da ergibt so ein Kind, was Mondteppes und ein Feldteppes, als ein jüdisch Kind, darf man auch weglegen, eigene Sachen, wenn er sei, und man darf sehen, suchen alle Äste, als ein Kind, der Luft an die Welt. Der Hoffnung des Kunst in unserer Arbeit, in unserer Sache, ist ein Einfacher. Gerade in den letzten Jahren, in der letzten Verstattung, Erweckung, bei jedem Beflau, und bei jüdischer Jugend die Frage, als warum angehen suchen Jüdischkeit. Und ich, das ist ja sehr viele bei der 18-Jährigen, bei der 20-Jährigen, ist es noch in aggressiver Mord, bei der 14-Jährigen, bei der 13-Jährigen, bei der 10-Jährigen. Und als ich das sehe, ist bei den jungen verheirateten Vorläufer, die haben noch Kinder, was einen auf 4 oder 5 Jahre. Und was sie haben morgen im letzten Suchen Jüdischkeit und mir weiß, als die Kunde sofort zum MS, als sie mir will gefühlen, richtige Jüdischkeit, nicht im Verwasser und nicht mit Schorre, darf man deren Kinder aber ziehen, weil sie der Grund bringt, die Buhig, auf den Leber, auf unser Leber, die Gefährdung, was so bringt ist, um das Kass zu leben, den tagtäglichen Leben, beide Tere wird. Und auf der Dose der Hoffnung von dem Schiffer, also in was ich mir soll mit einem Vernommen, so sicher ist mir das Vernommen mit guten Sachen und mit jedem, mit nötigen Sachen. Sie das sind Sachen von Parnotte oder sie das sind Sachen von Tätigkeiten verschiedener. Ist wenn es kommt die Frage von jüdischen Kindern, wo sie wehnen noch eine gute jüdische Erziehung, ist aus der Demut hat aus der die Probleme, aus der die Arbeit, Priorität. Und die erste Rangigkeit, die erste Aufmerksamkeit,
am kerne alle libere Gedanken in was jeden sollen in sein Vernommen und wir das machen die größte Anstrengung, auf gerne die Möglichkeit, dass die alle Mäste, die alle Yeshivas und die Yeshivas Tannis und die Dorit, wo sie von kommen gerne, die kommen erziehen Kinder in dem Geist, als sie sollen kommen aufnehmen die Maximum Kinder, was wir können aufnehmen, und was leider ist der Masse, was in 2x8 Kinder auf dem Gas. Der Fall war, die Yeshivas haben die Möglichkeit, öffnen noch Platten, noch Kitis oder anstellen noch Rosh Yeshivas, was die direkt, wie die dort früher, also das ist Doppelern von der Erzählung, aber das darf haben Priority, also da bei allen anderen Tätigkeiten, sieht das ist, also was, wie gut und wie hilft andere Tätigkeiten sollen nicht sein, und schaffen die nächsten Mittel, die Yeshiva sollen aufnehmen, das Maximum von Talmidim, und aufziehen sie in dem richtigen Weg, dass die Kinder sollen aufhören, wenn sie.